Ein monumentales Hallo an alle Make-up-interessierten Kreaturen und an alle, die es vielleicht werden möchten. Hä? Wie? Was? Hi! Mein Name ist Micky Monumental, Make-up-Artist und Beauty-YouTuber aus Österreich, aus Wien. Willkommen auf meinem Beauty-YouTube-Channel. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Wir haben den 3.5. und der Lockdown ist somit vorbei. Ich habe mein Wort gehalten und während dem Lockdown jeden Tag ein neues frisches YouTube-Beauty-Video hochgeladen. Ich bin besessen von diesen Lippendingern. Wir kehren wieder zurück zum eigentlichen Rad, nämlich Dienstag, Donnerstag und Sonntag gibt's immer täglich von mir, also dreimal die Woche, ein YouTube-Video, was auch ziemlich cool ist. Ich habe einiges vor, ich will ein paar Texte auf YouTube ein bisschen bearbeiten, es ist Zeit ein bisschen was abzudaten, ich will mein, wie heißt dieses Bild oben? Titelbild, also nicht das Profilbild, das Titelbild will ich neu machen. Ich will ein neues Intro drehen, ich habe einen Friseurtermin, es wird einiges passieren nächste Woche. Ich bin richtig motiviert und gut drauf. So, worüber reden wir heute? Contouring. Ja, das Thema Contouring ist auch so ein Ding, wo sich Meinungen extrem spalten, würde ich jetzt einmal sagen. Ich habe ein Ding zu Hause in Verwendung schon seit ein paar Jahren, was ich dir heute empfehlen möchte. Wenn du dir meine Videos schon länger anschaust und vor allem mir auf Social Media, Instagram folgst, hast du sicher mitbekommen, dass ich die letzten... Wie viele Jahre verwende ich dieses Ding? Ich glaube, seit 2018 habe ich das in konstanter täglicher Verwendung, also 3 Jahre jetzt. Das hier ist die beste Contouring-Palette, die es nur gibt, die ich dir empfehlen möchte. Von der Firma Trend It Up Face Contouring Set. Man kann, glaube ich, gut erkennen, dass ich das Ding täglich verwende. Ich glaube, so eine Contouring-Palette hält bei mir ein halbes Jahr, 5 Monate circa bei täglichem Gebrauch. Vom Puder ist mir diesmal mehr übergeblieben, weil ich es weniger verwende, weil ich momentan dieses Puder in Gebrauch habe. Dieses Infallible Dingsbums TikTok Powder Foundation von L'Oreal ist eine Puder Foundation, hat mit dem hier natürlich nichts zu tun, aber ich verwende momentan mehr den, deswegen ist hier mehr drinnen. Aber anyways, was kann ich dir Cooles über dieses Produkt erzählen? Bevor ich anfange, blende ich dir mal ein paar Swatches ein mit theatralischer, monumentaler Musik. Ich habe auch panische Angst, dass es aufgelassen wird. Deswegen, ich habe so ein bisschen Reserve von meiner Lieblings-Contouring-Palette. Wenn ich gestört, ich bin gestört. Wissen wir mittlerweile aber eh schon. 2 Stück waren sogar in meinem letzten Giveaway. By the way, geh auf Instagram, kann sein, dass dort ein Giveaway läuft. Ich werde jetzt regelmäßiger welche machen, also ich hoffe, du folgst mir auf Instagram. Was extrem raussticht aus dieser Contouring-Palette, ist die Contouring-Shade. Es ist die perfekte, kühle, neutrale, nicht zu dunkle, nicht zu helle Contouring-Shade. Diese Shade hier ist the shit. Ein klassischer Bronzer ist drinnen und ein Puder. Das Puder ist verwirrenderweise als Highlighter betitelt. Es ist kein Highlighter in dem Sinn, dass es schimmert oder glitzert. Es ist einfach nur ein helles Puder. Highlighting bedeutet aufhellen, etwas aufhellen. Und du kannst mit einem helleren Puder was aufhellen, was matt ist, oder auch mit einem schimmernden, weißen, goldenen Puder oder Highlighter. Also mit Highlighting ist hier wirklich gemeint aufhellen und nicht unbedingt zum Schimmern bringen. Auch mega cool ist, dass alle 3 Farben super matt sind. Hier hast du keinen Glow, kein Reflection, kein Spiel mit dem Licht, kein Illuminating-Scheiß. Das Ding ist matt. Du kannst die Farben unabhängig voneinander verwenden. Logischerweise, du kannst nur einen Bronzer verwenden oder manchmal verwende ich auch nur die Contouring-Shade und mache mir meine 3 mit der Contouring-Shade alleine. Wenn ich im Stress bin, mache ich den hier.
Ich mische sie, fange hier oben an. Fertig. Natürlich kannst du mit der Contouring Shade auch ganz klassisch unter den Wangenknochen auch fahren. Ich habe einen Bart, das Spiel läuft nicht bei mir. Aber wofür ich diese Contouring Shade sehr, sehr gerne nütze, mit einem etwas, es ist ein flacher Eyeshadow-Pinsel, aber er ist ein bisschen breiter. Ich mache sehr gerne Nose Contouring damit. Das hier ist die perfekte, natürlichste Farbe ever, um Nose Contouring zu machen. Und was ich auch ganz gerne mache, das Puder, dieses helle Puder, tue ich mit dem Finger am Nasenrücken entlang hier so drauf. Was du natürlich auch machen kannst, wenn du eine total bunte und überdrehte Lidschattenpalette hast und keine Beige-Nude-Töne zwecks Übergang, zwecks Crease-Color drinnen sind, diese Contouring-Palette eignet sich fantastisch als Eyeshadow-Palette oder als Transition-Notfalloption für eine bunte Palette. Du weißt, was ich meine. Also du kannst hier perfekto eine Base dir machen. Einfach nur so ein Übergangsdingsbum, so ein Schatten halt. Heute ist sie wieder besonders lästig. Die Palette ist leicht pigmentiert, sie ist nicht stark pigmentiert, was in dem Fall auch sehr gut so ist. Du kannst sie aufbauen, du kannst sie wirklich schön layern und layern, bis du deine Tiefe, die du brauchst, bekommst. Bei einer hellen Haut funktioniert es fantastisch, bei einer mittleren Haut, also bei einem mittleren Hautton, so wie ich es bin, funktioniert es auch fantastisch. Bei einem dunkleren Hautton, also bei einer darker Complexion, ist sie, glaube ich, zu hell, zu leicht pigmentiert. Also wenn du bräuner bist, das ist die perfekte Daily Contouring Palette. Für Film, Foto, Studio vielleicht zu soft, aber für den Alltag, das Highlighting Puder ist auch nicht deckend. Also natürlich nicht zu vergleichen mit dem Ding hier. Das ist ganz soft, das kannst du verwenden, um im Laufe des Tages dich abzumattieren. Oder wenn du Lust und Laune hast, zum Beispiel mit Highlighten ohne Schimmer, meine ich das hier. Also so das Zentrum des Gesichtes ein bisschen aufhellen. Eigentlich vielleicht eh dieselben Stellen wie ein Highlighter, aber jetzt nicht direkt hier. So funktioniert doch im Idealfall eine Contouring-Palette. Die Mitte, das Zentrum deines Gesichtes soll ja eher hell bleiben und den Rand willst du ja ausschattieren. Ich kann dir diese Contouring-Palette wärmstens nur empfehlen. Der Preis ist lächerlich, die Qualität ist fantastisch und auch wenn du sagst, du brauchst kein aufhellendes Puder und keinen Bronzer, ich würde sie alleine schon wegen der Contouring-Shade kaufen, weil die wirklich... Ich will das Produkt nicht zu Tode loben, ich bekomme nichts dafür, ich habe mir den Dreck selber gekauft, also ich habe nichts mit Trended Up zu tun, die haben mir nichts geschickt, ich will es einfach nur, ich will es loben und das hier ist die beste Contouring Shade ever. Die Palette selber, ouchie, die Palette selber ist auch richtig gut, aber diese Contouring Shade, das ist die Contouring Shade. Okidoki. Das war's von mir, heute kurz und knackig. Die letzten Videos waren etwas länger, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich ein kurzes, schnelles, knackiges. Und wie gesagt, ich finde, die braucht mehr Liebe, beziehungsweise ich verwende sie schon seit 3 Jahren jetzt durchgehend und ich wollte dieser Palette einfach ein Video widmen, weil es die beste Contouring-Palette ist. Punkt. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du bist motiviert. Ich hoffe, du bist gesund und ich hoffe, du freust dich, dass der Lockdown vorbei ist und dass hoffentlich wieder Normalität eintrifft. Hoffen wir es halt, aber ich befürchte, spätestens im Herbst wird es wieder einen Lockdown geben. Sollte ich dir sympathisch sein, solltest du mich cool finden, solltest du Lust und Laune haben, mich zu supporten, aus welchem Grund auch immer, lass ein Like da, ein Like ist immer supi und wenn du Lust und Laune hast, auch ein Abo, es ist kostenlos. Außerdem kannst du mich hier auch noch weiter stalken, Instagram, TikTok und Facebook. Ich habe keine Ahnung, wann du dir dieses Video anschaust. Sollte es tagsüber sein, wünsche ich dir einen sehr monumentalen, einen sehr gesunden und einen sehr erfolgreichen Tag. Sollte es Abend sein oder kurz vorm Schlafen gehen, wünsche ich dir einen monumentalen Abend, monumentale Träume und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!